Bahnhof Kranzahl im Erzgebirge. August 2020. Vor ganz genau 25 Jahren habe ich hier mit der Eisenbahnfotografie angefangen. Damals bin ich von Oberwiesenthal mit der 099-750-2 hier nach Kranzahl gefahren und diese Lokomotive steht heute hier als Denkmal unter der Nummer 99-1786-5, also der EDV-Nummer der ehemaligen Deutschen Reichsbahn. Auch solche Triebwagen hier, die gab es vor 25 Jahren natürlich noch nicht. Die waren noch in der Planung. Die verkehren schon seit vielen Jahren hier planmäßig zwischen Chemnitz und Kranzahl. Auch der Bahnhof Kranzahl hat sich natürlich in den letzten 25 Jahren ein bisschen verändert. Hier sehen wir zum Beispiel noch die Schmalspurwagen auf den Transportwaggons, den Schmalspurtransportwagen. Und heute sieht es hier etwas leerer und aufgeräumter aus. Aber mir hat es eigentlich, ehrlich gesagt, damals schon ein bisschen besser gefallen. Da war auch hier der Gleisplan noch etwas anders gewesen im Bahnhof. Und damals fuhren die normalen Züge, die Regionalbahnen, hier die V100, hier die 202-564-1. Die wurde kurz nach dieser Aufnahme einige Monate später verschrottet. Also gibt es auch nicht mehr. Und natürlich weiß ich, ja, es waren damals meine ersten Fotos. Ich hätte mehr nach unten und mehr nach rechts halten sollen. Alles klar. Ich war damals noch ein Schüler gewesen. Und hier sieht man mich, wie ich damals gespannt im Bahnhof Oberwiesenthal auf die Dampflokomotive schaue, mit der ich dann gleich hier nach Kranzahl fahren werde. Hier oben hat sich auch einiges verändert. Eine schöne Erinnerung jedenfalls. Seit 25 Jahren bin ich nun mit dabei bei der Eisenbahnfotografie. Aber die Haartafel hier, die ist heute immer noch da. Allzeit freie Fahrt.